Willkommen zurück zu einer weiteren Episode vom Pokémon Training Card Game Online. Heute wieder mit dem Plasma Deck. Und ihr werdet das Plasma Deck wahrscheinlich das letzte Mal in dieser Form so sehen. Denn morgen kommt offiziell die neue Erweiterung Plasma Blast raus. Am 14. August. Und dort sind einige Karten, die das Plasma Deck verstärken werden. Einige Karten, die auch gegen das Plasma Deck ziemlich gut sein werden. Und von daher würde ich sagen, meine Freunde, jetzt erstmal viel Spaß. Wir spielen, wie gesagt, mit dem gleichen Deck wie letztes Mal. Und ich hoffe natürlich, es wird ja dieses Mal ein Sieg. Und ich wollte nochmal an dieser Stelle Sturmzeit. Oh, gegen einen Deutschen? Ich wollte an dieser Stelle nochmal klarstellen, dass alles, was ich... Oh, das ist so eine schlechte Hand, ey. Mann, warum habe ich keinen Supporter da? Obwohl ich irgendwie 40 Stück oder so spiele. Egal. Bevor ich hier noch was sage, möchte ich erstmal kurz klarstellen, dass ich diese Videos hier, ja, wenn ich irgendeinen Spielfehler oder einen dummen Zug oder ähnliches begehe, dann tut mir das wirklich leid. Oder? Ach nee, nicht das. Na egal. Dann tut mir das wirklich leid, aber ihr müsst halt auch verstehen, oder ja, in gewisser Weise müsst ihr mich bitte verstehen. Es ist dann halt so, dass ich diese Videos live kommentiere und nicht irgendwie irgendwas nachkommentiere oder so. Es ist wirklich so, diese Videos werden hier live kommentiert, ne? Nicht irgendwie im Nachhinein oder so, weil das letztes Mal jemand gedacht hat. Und da ist es schwer, sich auf einen Kommentar zu konzentrieren und gleichzeitig nochmal aufs Spiel. Und was ist das denn für ein Deck? In letzter Zeit sind sehr viele kreative Decks unterwegs. Und ich ziehe drei Pokémon-Finger, Leute. Drei Pokémon-Finger und keinen Supporter. Das ist wirklich mein Draw-Luck. Und ich kann wirklich nichts machen. Was soll ich denn hier machen? Ich könnte die... jetzt hat er auch noch die schwule Chillerwelt draußen, bei dem man... Ah, nee, doch nicht. Warum spielt der denn bei Experte? Der ist ein Kraftklatscher. Und ich... Oh, ey. Oh mein Gott, ey, wirklich. Dazu kann ich nichts sagen. Was soll ich denn machen? Was soll ich denn hier bei so einer Hand machen? Ich spiele hier Benny erstmal aus. Ja, super. Ich hätte jetzt schon längst hier massiven Schaden raushauen können mit einer Chorus Machine, ja? Oder einer weiteren Energie, die ich wenigstens nachgezogen hätte. Ja, toll. Jetzt kommt natürlich die Energie. Super. Super. Einfach super, sag ich da nur. So, was soll ich machen? Ich kann wirklich jetzt kaum noch was machen. Ich versuche jetzt nochmal mein Deck auch ein bisschen auszudünnen. Ich hole jetzt nochmal hier mein Thunderous raus für den Fall der Fälle. Man weiß ja nicht. Ein bisschen auch mein Deck verdünnen, die Wahrscheinlichkeit oder die Chance erhöhen, dass ich da was Gutes rausziehe und erstmal mit 60 und 30 auf Chillerbell angreifen. Ja, aber das passiert mir ständig, ja. Solche Handkarten, die würden mir im Real Life eigentlich nie passieren. Eigentlich. Ich meine, dreimal Pokémon-Fänger, das ist schon ziemlich bitter, ja. Und jetzt, oh mein Gott, jetzt kommt auch dieses Triumphstern, Kackfieder, was eigentlich rausrotiert. Von daher, es scheint mir ein Glücksdeck zu sein. Wenn er jetzt hier mein Dings töten sollte. Oh, geil. Aber ich glaube, der kann das jetzt negieren und dann nochmal angreifen, oder? Ich glaube schon. Kann er das nicht jetzt nicht nochmal machen? Ich meine, der müsste das jetzt nochmal machen dürfen, ne? Ja, okay. Und er greift mit 40 an. Wir sind immer noch am Leben, was ziemlich gut ist. Kriegen wir noch einen Floatstone? Ja, super. Da haben wir jetzt endlich mal auch noch ein bisschen Glück gehabt. So, 30 hier und 30 auf Chillerbell. So, super. Jetzt brauche ich mal einen Supporter. Ne, ich ziehe einen Laser. Pah! Ja, okay, ist auch eigentlich ganz okay. Und sicher keine Supporter, Alter. So, jetzt macht er mich, glaube ich, kaputt hier. Mit Schlummerschweif oder keine Ahnung was. Aktiviert nochmal die Energierückgewinnung. Ey, das ist so ein Random-Deck und ich verliere dagegen. Das ist unglaublich, wirklich. Der holt sich gleich, glaube ich, würde ich mal sagen, hier auch noch den Spezialhammer, weil ich halt ein Plasma-Deck spiele und sowas mehr oder weniger üblich ist. Mann. Bisofang kommt jetzt auch noch raus, okay. Von daher würde ich jetzt meinen Laser hier eigentlich eher aufbewahren fürs Bisofang. Okay, du bist jetzt erstmal K.O. Und mit dir auch alle an die angelegten Energien, sehr schade. Und der holt sich wahrscheinlich den Spezialhammer, denke ich mal. Holt er sich den Spezialhammer? Ne, holt er sich nicht, okay, super. Aber ich habe keine Energie. Ich ziehe wieder keine Energie. Super. Ist mir jetzt sowas von egal. Ich ziehe Bisofang nach vorne. Zack. Laser.
damit ich hier nochmal Schaden drauf haue und fertig. Weil das Misofang könnte mir gefährlich werden. Das Chillerbell ist mir scheißegal. Und ich brauche nur eine einzige Energie, aber ich ziehe nichts. Ich ziehe nicht ein, ich ziehe keinen Supporter. Das sind jetzt hier diese Death Draws. Die habe ich hier in der Regel ziemlich oft. Und ich habe auch ein paar Decks gestern ausprobiert und so. Ich war in so einem kreativen Denkrausch. Ah, das wird ziemlich geil. Auch so jetzt für. Jetzt ist ja bald der Arena Leiter Cup. Ein End. Ja, egal. 5 zu 5 nehme ich dankend an. Vielleicht hätte ich nochmal. Ohne Worte. Ohne Worte, wirklich. Ich ziehe keine Energie. Lächerlich, wirklich. Lächerlich. Okay, 60 hat das noch. Jetzt kann er hier schon mal für 120 angreifen. Nice, nice, nice. Mit mir kann man es ja machen, ne Leute? Mit mir kann man es ja machen. Egal. Ich brauche jetzt eine Energie. Wäre gut. Und dann könnte ich hier schon Double K.O. machen, mehr oder weniger. 120 Schaden, ey. Das ist massiv, wirklich. Schmeiße jetzt alles ab. Vielleicht hätte ich nochmal einen Floatzone anlegen können. War ziemlich blöd von mir, aber egal, was soll's. Ich mache jetzt sowieso erstmal das Bisofang und das Chillerbell da auf der Bank kaputt. So, Rückzugskosten habe ich ja jetzt auch keine mehr. Super. Jetzt kommen die ganzen Supporter. Wisst ihr, jetzt kommen die, wo ich die nicht mehr so dringend brauche. So, Double Kill. Und ich sage euch eins, Kyurem. Plasma Kyurem, das wird mit der neuen Erweiterung nochmal stärker, ja. Also ich hätte nicht gedacht, dass es nochmal stärker wird, aber es wird tatsächlich nochmal stärker. Ich hoffe, ich kriege vielleicht heute schon meine Displays, mal gucken. Und dann kann ich euch auch sagen, warum das abgeht, aber das wird sowas von genial, sag ich euch. So, was benutzt das Ding hier jetzt überhaupt? Kehrschelle oder Wellenreiter, keine Ahnung. So, Wellenreiter, okay. Yo. Kein Problem. Eine Energie von Hand. Ich glaube, wer hat das? Okay, ich könnte jetzt auf einen Laser spielen. Oh, naja, ich mache hier einfach mal einen Blizzard, Blizzard Brand. Ne? Ja, ich mache einfach mal Blizzard Brand. Dann bin ich dieses Ding wenigstens schon mal los und dann kann ich in der nächsten Runde vielleicht schon sogar einfach nur Victini K.O.'n. Und dann ist hier Sense, meine Freunde. Aber scheint nicht so. So, Ether gegen Rotomorph. So ein Random Deck. Und ich verliere da fast gegen. Krass. So, einmal. Zack. Dann normalen Rückzug. So, dann haben wir das eigentlich mehr oder weniger schon gewonnen. Was ich ziemlich begrüße. Ich werde jetzt auch keinen Supporter oder so aktivieren, weil ich mir die aufhebe. Ist eigentlich eher unnötig. So, zack. Und dann kann ich gleich mit Blizzard Brand auch noch dieses, Boreos K.O.'n und dann heißt es Good Game hier, zack, Blizzard Brand für 100, 150, ja. Und es soll, oder es kommt in der neuen Erweiterung Plasma Blast wirklich so ein Item, ein Ausrüstungs-Item, was den Schaden gegen gegnerische Pokémon EX um 30 pusht und das angelegt an so ein Plasma Kyurem. Damit kämen wir mal mit dreimal Deox auf der Brand, Bank bei einem Blizzard Burn, bei einem Blizzard Brand auf satte 100 80 Schaden, ja. Wenn man noch Gift spielt, wobei Gift wird man dann auch wieder gegen Sturmzeit. Na egal, komm. Wenn man dann auch Gift spielt, was man eigentlich nicht so spielen sollte, glaube ich, meine ich, dann kommt man sogar auf massiveren Schaden. Das ist schon ziemlich krass. Und zwar auf 210. Ohne Deoxys, mit Deoxys Support. Ohne Deoxys Support auch schon auf 180, was auch schon ziemlich cool ist. Aber wegen Genesect und Viridium EX. Die ich euch vielleicht schon zum nächsten Part präsentieren kann. Mal gucken. Von mal drückt mir die Daumen. Vielleicht ziehe ich ja gut auch hier online, ne? Dann ist alles fein. Dann ist alles gut. So. Er fängt an mit einem Chillerbell, ne? Ich finde es schade, dass ich gegen so ein Deck spielen muss. Was zugegebenermaßen eigentlich gegen mein Deck wirklich nicht ankommen kann. Egal was ist. Da kann ich, wie ihr gesehen habt, so schlecht wie möglich ziehen. Das war wirklich der schlechteste Draw, den ich je hatte mit so einem Plasma-Deck. Ja, aber. Kannst du was angreifen? Zuflucht. Wow. So, einmal hier Plasma. Und wir holen uns jetzt damit unser Deoxys, um schon mal hier ein bisschen Schaden rauszuhauen. Dann legen wir eine Plasma-Energie hier an unser Absol ran. Weil Absol müssen wir auch irgendwie ein bisschen aufbauen. Die Plasma-Energie lege ich nicht an. Ich spiele jetzt gleich nämlich die Juniper. So, dass ich bei einem Angriff direkt diese Plasma-Energie, die auf dem Ablagestapel liegt, an irgendeinem meiner Pokémon anlegen kann. Und ich sehe nichts.
Leute, ich ziehe wieder nichts. Das ist doch so klar. So, nochmal Chorus Machine. Eine habe ich noch hier irgendwo, genau, super. Auf unser Kyurem. Und damit beende ich meinen Spielzug. Und wenn er jetzt sich entwickeln kann, dann haben wir das Spiel schon gewonnen. Es sei denn, der legt noch was auf die Bank. Aber ihr seht, wow, was ist da los? Ich ziehe meine Energien nicht, ja? Das hatte ich selten. Das ist krass. Trotz einer Juniper hier keine Energien ziehe. Das ist schon krass. Aber die ganzen Plasma-Energien, die habe ich schon jetzt irgendwie ins Spiel bringen können. Wow. So, es scheint nicht so, als ob er das entwickeln kann. Ah, Wechselschalt, okay. Double Colors. Okay. Borios, ich kenne das gar nicht. Was macht das hier überhaupt? Orkan, okay, dann musst du jetzt, glaube ich, eine Energie verschieben. Jo, schön und gut. Schön und gut. Das hat 110 KP. Heißt, ich bräuchte noch einen Deoxys auf die Bank oder nochmal Gift Support. Von daher spiele ich jetzt erstmal N. Und ich Leute, wirklich, da geht doch irgendwas nicht mit rechten Dingen zu, ne? So, und da ich die eine Plasma-Energie wieder in mein Deck gemischt habe, kann ich hier mal ein bisschen abgehen. Ihr seht, die ganzen Energien, die sind noch irgendwo in meinem Deck drin, ja, aber... egal, komm. Spielen wir hier nochmal den Laser. Und, ja, beenden wir unseren Zug. Was anderes bleibt uns ja nicht übrig. Wir können wirklich nichts machen. Wir ziehen einfach keine Energien. Und das hat nichts damit zu tun, dass ich jetzt hier nicht irgendwie, kommentiere, live kommentiere und das hier bewerte. Wir ziehen einfach keine Energien. Boah, jetzt macht ihr die Bank hier doch voll. Greif wieder mit Orkan an, ne? Trank noch, okay, um diese 30 Schaden da zu heilen. Wow, super. Und jetzt kommt auf einmal die Energie, wisst ihr? Jetzt, wo wir sie eigentlich wirklich gar nicht brauchen. Ist egal. Floatstone of Voltolos. Rückzug Kyurem raus. Zack, einmal. Vielleicht noch ein zweites Thunderous auf die Bank. Wobei das vielleicht nicht so schlau gewesen ist, aber das ist mir jetzt gerade vollkommen egal. Und weil er die Bank voll gemacht hat, können wir gleich sogar nochmal mit Dingens angreifen. Mit unserem Absol, was auch ziemlich cool ist. So, erstmal 50 Schaden hier raus, das reicht sogar genau. Und nochmal 30 auf Chillabell, sodass wir diese Energien da auch los sind auf Chillabell. So, was Puydro Arena ziehen wir, ist eigentlich relativ unnötig und... ja, jetzt sieht die Bank schon mal nicht mehr so voll aus, aber wir kommen immer noch auf 80 Schaden, wenn ich mich nicht, wenn ich mich richtig entsinne. So, Ausrüstungsentsorger, okay. Und Energierückgewinnung. Kann mir vorstellen, dass er jetzt hier seinen Visofang pusht. Super. Weil wir haben unseren Pokémon-Fänger. Zack, einmal. Laser. Jetzt muss ich kurz rechnen. Ich könnte Blizzard Burn machen, aber das sind 70 Schaden. Ne, 30 Schaden fix. Und dann müssten wir noch 70 Schaden irgendwie raushauen. Das wären dann hier 20, 40, 60, 80 mit den Deoxys noch bei Absol. Ja, nee. Hätte ich mir den Laser sparen können. Schade. So, Blizzard Brand für 120. Und das Ding ist K.O. Hätte ich mir den Laser eigentlich sparen können. Aber dann ziehen wir direkt noch einen nach. Und ich mache mir da keine Sorgen. So, 40 Schaden nochmal hier an Sakiren. Super. Lege ich hier. Ja, ich greife jetzt einfach nochmal hier ein bisschen ein paar Runden mit meinem. Wie hieß das Teil? Mit meinem. Voltolos an. So. Live-View haben wir auch noch. Und dann noch hier den Trank. Super. Puh, 160 Schaden von Voltolos. Geil. Deswegen kommt manchmal so ein Top-Trank ziemlich gut. Auch wenn das hier jetzt eigentlich relativ unnütz war, aber ist doch egal. Und auf wen legen wir denn die Energie? Vielleicht auf unser Deoxys, dann können wir sogar gleich noch irgendwie mit Deoxys oder so angreifen. Fände ich ziemlich geil. Okay, und im nächsten Zug ziehe ich dann meinen Voltolot zurück mit normalem Rückzug und greife dann mit meinem Kyurem an. Blizzard Burn oder brauche ich vielleicht gar nicht sogar. Ne, brauche ich nicht mal, glaube ich. Jo, super. Ziehe ich zurück, Rückzug. Aber ich greife mit Blizzard Burn an, weil Blizzard Burn einfach geil ist. Und 120 Schaden. So, es gibt aber in der nächsten Erweiterung auch ein Item, was man auch einen Pokémon anlegen kann. Das ist der Silberne Spiegel, glaube ich. Silber, bla bla bla.
Und der verhindert einfach, dass wenn ein das Pokémon, das dieses Ausrüstungs-Item trägt, dass es jeglichen Schaden von Plasma-Pokémon bekommt. Womit Plasma-Pokémon auf jeden Fall gezwungen sind, mindestens ein Tool-Scrapper im Deck zu spielen. Ich würde sogar zu zwei tendieren, weil das könnte schon ziemlich nervig sein und auch ziemlich nervig enden, wie ich finde. Aber gut, meine Freunde, vielen lieben Dank fürs Zugucken. Haut rein, macht's gut, bleibt schon fruchtig. Im nächsten Mal wieder ein bisschen mit vielleicht updated Plasma-Action. Und bis dahin, haut rein, macht's gut und ciao, euer Regi.